Hey Miauxi, ich möchte dich mit deiner Familie wieder zusammenbringen. Schau mal, hier ist deine Mama. Oh, hast du mich mitgenommen, damit ich meine Familie wiedersehen kann? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Ja, wir sind wieder dabei hier im Wolkenland. Quatsch. In der Wüste, im Wüstenland, weitere Powermonde einzusammeln. Und wichtig ist, dass wir jetzt diesen einen Mond noch bekommen. Den wir nur erreichen, wenn wir diesen irgendwie zerplatzen mit einer Rakete. Denn ich habe es in der letzten Folge geschafft, da hochzukommen. Nämlich dort, wo diese Kiste steht mit dem Powermond. Aber wer hätte es gedacht, diese Kiste lässt sich nur öffnen, wenn wir etwas Explosives haben. Und was gibt es hier im Spiel, was explodiert? Ganz genau. Nur Raketen. Nur die sogenannten Kugelwillis. Das heißt, ohne Kugelwilli geht sie nicht weiter. Aber ich frage mich, ob ich überhaupt so weit fliegen kann. Ich probiere es mal aus. Oh. Oh, da bin ich aber noch sehr, sehr weit entfernt. Oh, 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 oh. Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Na, wir kommen der Sache schon zumindest schon ein bisschen näher. Schritt für Schritt. Meine Lieben, in der Zwischenzeit kommt hier der Hinweis. Wenn euch das Spiel gefällt, hinterlasst bitte einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Videos mehr verpasst. Videos für die ganze Familie. So. Irgendwie muss ich versuchen, die Rakete hier rüber zu bringen. Oder aber es gibt hier irgendwo noch einen anderen Ort. Aber so auf dem ersten Blick sehe ich keinen Ort, wo man sonst noch mit Raketen fliegen könnte. Komisch. Sehr, sehr komisch. Also wirklich nur da hinten, oder? Aber die Raketen, die fliegen doch niemals so weit. Also das stellt hier ein großes Problem dar. Tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben. Das ist nicht einfach. Ich muss da aber trotzdem irgendwie jetzt durch. Ich muss mir irgendwie eine Möglichkeit überlegen, wie ich da einen Kugelwilli rüber transportieren kann. Na gut. Ich meine, das hilft mir hier an der Stelle nicht weiter. Aber wenn ich die irgendwie hier rüberbringe und dann vielleicht langsam fliege. Nein, das bringt auch nichts. Ah, wobei, ich bin aber schon etwas näher gekommen. Vielleicht darf ich nicht so viel Treibstoff verbrauchen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann es so funktionieren. Das muss die Lösung des Rätsels sein. Ich muss es nur noch mal versuchen. Ich werde schon eine passende Variante für mich finden, um diese Kiste heute wirklich ein für alle Mal zu öffnen. Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffen würde. So, Kugelwilli, mach dich nochmal bereit. Und selbst mit Höchstgeschwindigkeit komme ich da niemals rüber. Aber knapp, auch wieder sehr knapp. Höchstgeschwindigkeit erreicht ihr übrigens, wenn ihr volle Power drückt und noch die Joy-Con schüttelt. Dann könnt ihr super schnell fliegen. Hilft aber alles nicht, wenn ich hier nicht weiterkomme. Also gut, Mario. Dann schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Nicht aufgeben. Du kennst die Devise. So. Am besten wäre es, wenn ich vielleicht hier einen Zwischenstopp mache. Auf dieser Säule. Und dann würde ich mir einfach einen Kugelwilli holen, der hier vorbeifliegt, denn dann habe ich ja schon mal eine gewisse Distanz zurückgelegt. Weil die explodieren ja immer, nachdem ich eine gewisse Entfernung geflogen bin. Eine gewisse Anzahl an Meter. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel 20 Schritte gemacht habe oder 20 Meter geflogen bin in dem Fall, dann geht mein Kugelwilli kaputt. Aber wenn ich hier auf der Säule stehe, dann habe ich ja schon mal einen großen Teil meines Abschnitts ja geschafft. Ah, schaut mal, ich war kurz davor. Oh ja. Ich glaube, so werde ich dieses Rätsel lösen können. Ich muss jetzt nur noch dranbleiben. Okay, Mario. Captain Mario. Du schaffst das. Jetzt noch einmal Gas geben.
Zack. Oh, oh, Achtung, Achtung. So, hier schöne Wandsprünge nach oben. Und dann kommt hier ein Kugelwilli auf uns zu. Der wird natürlich geschnappt. So. Ich hoffe, das haut diesmal so hin, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Oh, Achtung, Kugelwilli. Und kaputt. Tja. Ich bin ganz einsam ohne Kugelwilli. So, nochmal hier rüber, damit die Kugelwillis hier durchkommen. Und dann, wenn er durch ist, auf die andere Seite und jetzt muss ich ihn vorbeifliegen lassen und dann capern. Oh, aber nicht kaputt machen. Weil wenn er vorbeifliegt, hat er ja nochmal eine gewisse Distanz zurückgelegt. Komm, 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 ich schaff das, ich schaff das. Ja, probiere ich jetzt mal. Und jetzt aber auf Karacho, Karacho, Karacho. Gas geben, Gas geben. Schauen, komm, 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 ich schaff das, ich schaff das. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Auf der östlichen Säule, Mario. Du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein. Boah, das war echt nicht einfach. Das war wirklich nicht einfach. Aber ihr habt gesehen, ich bin seit der letzten Folge dran geblieben und ich wollte es unbedingt schaffen. Manchmal sind Sachen im Leben sehr, sehr schwer. Nicht nur im Videospiel, sondern auch im echten Leben. Zum Beispiel Hausaufgaben, eine schwere Prüfung in der Arbeit. Man hat sich vielleicht verstritten mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Man hatte einfach einen kleinen Streit, hat sich geärgert. Aber wisst ihr was? Am Ende zählt das alles nicht, wenn man positiv gestimmt ist, wenn man immer geduldig ist, wenn man an sich glaubt, wenn man freundlich zu anderen Menschen ist. Und das ist so, so wichtig. Denn wenn man das alles schafft, wenn man freundlich ist, wenn man niemals aufgibt, dann kommt man sehr, sehr weit im Leben. Da kann man im Leben sehr viel erreichen, müsst ihr wissen. Oh, da unten ist unsere Freundin oder unser Freund, die Sphinx. Schon ewig nicht mehr gesehen. Ich wette mit euch, die hat wieder ein paar Rätsel für uns. Ich bin echt eine Niete, was Quizfragen angeht. Hallo, Sphinx, wie geht's dir? Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Land? Ist ja klar, einen Ring. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Kann ich zwar machen, aber ich möchte weitere Rätsel lösen. Okay? Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein, hä? Nun, lass uns sehen, wie es dir ergeht. Es galoppiert geschwind über den Sand. Wie viele Münzen werden für den Ritt auf seinem Rücken gefordert? Seit wann muss ich für den Miauxi zahlen? Wüsste ich jetzt gar nicht. Eins? Eins oder 30? Ahahaha, deine Antwort ist offensichtlich durch große Unwissenheit, durch den Kakao gezogen worden. Hey, das ist nicht witzig. Okay, komm, kriegst noch eine Chance. Und? 30, oder? Hm, sehr wohl. Du bist ein beachtlicher Charakter. Noch ein Rätsel. Wenn du Fragen so sehr begehrst, dann hätte ich eine weitere für dich, Reisender. Mal sehen, ob die dritte dich weiterbringt. Der fremde Besucher, der mit dem Auto seine Reise bestritt. Was behinderte sein Fortkommen? Natürlich Eis, das weiß ich noch genau. Beeindruckend. Drei wahre Antworten. Mit Bedacht geantwortet, Reisender. Ein Quiz noch, komm. Die folgende Frage habe ich mir für einen besonderen Moment aufgespart. Höre gut zu. Wie viele Statuen der galoppierenden Wüstenvehikel befinden sich oben auf der Kopfstandpyramide? Oh, die Kopfstandpyramide ist ein Sechseck oder ein Achteck, oder? Sechs oder acht? Ich glaube, komm, ich probier's mit acht. Haha, falsch, hahaha. Ich wusste es, mir war klar, dass eine Glückssträhne abreißen würde. Total klar. Also ja, deine Antwort ist nicht richtig. Ja, okay, dann weiß ich die Antwort. Die Antwort ist natürlich 6. Was? Haha, schon wieder falsch. Ach so, klar, natürlich, weil ein Miauxi hier oben nicht auf seinem Platz ist. Natürlich sind es da nur 5 bei einem Sechseck. Minus 1. Ah, das ist wahr, aber... Hast du das wirklich gewusst? 1 waren dort 6. Eine verschwand und es blieben 5 zurück. Hast du geraten? Du hast geraten, nicht wahr? Du bist ein ratender Reisender. Ausgebufft noch dazu. Krieg ich noch keinen Powermond? Ah, wie beharrlich, sehr wohl. Es ist Zeit für dich,
der entscheidenden Prüfung zu unterziehen. Hier kommt die letzte Frage. Und bitte, kein planloses Raten, ja? Wie lautet mein Name? Naja, das weiß ich. Du bist auf jeden Fall die Sphinx und nicht Quiz mir viel oder Rätseltrude oder Herr fragt mich was. Rätseltrude. Was? Aber wie? Ich meine, ich bin sprachlos. Bitteschön, nimm ihn und scher dich fort. Sandquiz, sehr gut. Dankeschön, liebe Sphinx. Ich habe keine Fragen mehr, die ich dir stellen könnte. Tschüss. Tja, auch hier haben wir das Rätsel gemeistert. Ein Powermond! Die Schatzkammer der Sphinx. Und hier gibt es so viel Geld. Wow! Mario ist jetzt stinkreich. Mario, was kaufst du dir von dem ganzen Geld? Ich sag dir, was du machen sollst. Spar dir das Geld auf. Und nutze es für deine Rente. Nee, ich habe keine Ahnung, Mario. Mach, was du für richtig hältst. Aber gib nicht alles aus, das ist wichtig. So, so, jetzt holen wir uns noch ein paar Powermonde, aber vor allem auch ein Rätsel von unserem lieben Toad. Also ein Hinweis, meine ich. Hallo, soll ich dir helfen? Ja klar, sehr gerne, bitteschön. Ah ja, stimmt, da drüben, da war ich, da wollte ich ja auch noch hin. Okay, danke für den Tipp, Toad. Mein lieber Toad, Toad, Toad. So, wir springen einfach ganz elegant hier. Mario im Salto. So, so, so. Am besten bestellen wir uns ein Miauxi-Taxi. Dann geht's schnell. Aber gebe ich da wirklich immer 30 Münzen aus? Wusste ich gar nicht. Warum wird mir das nicht abgezogen oder gezeigt, dass mir das abgezogen wird? Das ist doch total unfair. Oh nein, Miauxi kann nicht springen. Das heißt, hier endet unsere Reise mit Miauxi. Na, trotzdem danke für die kurze Reise. So, okay. Hier haben wir zwei Rätsel. Einmal auf der Säule und einmal hier im Sand. Das muss wahrscheinlich dieses P hier sein. Mal sehen. Ein Schlüssel. Okay, das ist einfach. Oh nein, das ist doch nicht einfach. Das ist ja unsichtbar. Okay, okay, vielleicht habe ich Glück. Ich muss einfach nur springen und Glück haben. So, hier ungefähr war die Plattform, oder? Ja, klasse. Wow. Wüstenland Tic-Tac-Turnier 2. Wow, das war echt nicht einfach. Muss ich schon sagen. Sondern oben auf der Säule. Ah ja, da gibt es einen Aufzug. Ich glaube, den nehme ich gleich mal, um da nach oben zu kommen. So. Und da drüben auf der Säule... Ach ja, da ist eine unsichtbare Wand oder ein unsichtbarer Weg. Und hier soll ein Powermond sein. Oh ja, der war ja einfach. Der unsichtbare Schimmer. Mario, super gemacht. So, und was gibt es sonst noch Schönes hier? Nichts mehr. Wir brauchen wieder einen Hinweis von Captain Toad. Oh, schaut mal. Das ist die große Liste mit all den Powermonden, die wir schon gefunden haben. Wow. Das ist echt eine ganze Menge. Hier gibt es 89 Powermonde insgesamt. Uns fehlen noch 19. Hey, das ist ja zum Verrücktwerden. 19 Powermonde fehlen uns noch. Okay. Hey, Toad. Hallo, ich habe wieder einen Hinweis für dich. Willst du kaufen? Ja, hier, 50 Münzen. Dankeschön, bitteschön. Mitten in der Wüste, irgendwo im Nirgendwo. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, Mario. Vielleicht finden wir da einen weiteren Hinweis. Was wird da in der Wüste sein? Vielleicht eine kleine Mini-Oase. Oder jemand, der verdurstet und unbedingt eine Trinkflasche braucht. Wie auch immer ich ihm eine Trinkflasche besorgen soll. Das X ist weg. Das ist jetzt da hinten. Aber wenn sich dieses X bewegt, dann bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass es der bunte Vogel sein muss. Und da ich schon einen getroffen habe, muss es hier wahrscheinlich zwei bunte Vögel geben. Also was heißt bunter Vogel? Diese schimmernden Vögel, ja, der bewegt sich, okay. Das ist auf jeden Fall ein Vogel. Das ist der da hinten, den ihr am Horizont sehen könnt. Seht ihr da im Himmel, ganz vorne, bei den Palmen? Da ist der Vogel, der einen Powermond hat. Und den muss ich mir schnappen. Hey, Vögelchen. Die schnapp ich mir jetzt irgendwie.
So, kleines Vögelchen. Warum macht es nochmal eine Extra-Runde? Hey, Vögelchen, komm hier rüber. Vögelchen. Komm hier mal rüber. So. Erwischt. Und das ist der Powermond. Aber, oh, das ist jetzt echt eine schwierige Stelle. Na hoppla, wie komme ich denn da jetzt rüber? So vielleicht? Moment. Ich wollte eigentlich so einen Seitwärtssprung machen. Aber irgendwie macht Mario das jetzt nicht. Oh nein, Mario. Oh, das ist aber schwierig. Wie komme ich denn jetzt an diesen Mond? Der ist genau in der Mitte. Mitten in der Luft. Vielleicht mit einem Dreifachsprung. Ich glaube, mit einem Dreifachsprung komme ich da locker hoch, oder? Probieren wir es mal. So. Eins, zwei, drei. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Komm nochmal, das schaffen wir. Mario, komm, komm, komm. Nicht aufgeben, Mario. Erstmal muss ich hier hoch. So, und jetzt nochmal. Drei Sprünge. Eins, zwei und drei hoch. Ja, ja, klasse. Flatterhaft in der Wüste. Schaut mal, was da hinten ist. Habt ihr das gesehen? Das ist so ein Miauxi. Wetten, dass da noch ein Miauxi hin muss? Das sieht sehr, sehr auffällig aus. Da muss bestimmt noch ein Miauxi hin. Okay. Schaut mal, jetzt habe ich was ohne Hinweis geschafft. Da fühle ich mich ja richtig stolz. Ich bin richtig stolz darauf, dass ich das jetzt ohne Hinweis geschafft habe. Also zumindest mal gesehen habe. Aber ich muss dazu sagen und zugeben, ohne Cappy wüsste ich das jetzt auch allerdings nicht. Denn Cappy hat mir ja in der letzten Folge den Hinweis gegeben, dass da oben eine Miauxi-Statue fehlt, als ich oben auf der Kopfstandpyramide war. Oh, ein Rätsel. Im alten Japan. Okay. Muss ich mir merken. Ich muss mir so viele Hinweiskunstbilder merken. Hallo Miauxi, du, wir brauchen dich ganz kurz da drüben. Wir haben da nämlich eine Statue gefunden. Oh. Ja, toll. So funktioniert das natürlich nicht. Ach, schade, Miauxi. Wir müssen das nochmal machen. Sonst sieht das nicht gut für uns aus. Ist ja klar. So, Miauxi, kannst du nochmal bitte kommen? Hallo, Miauxi. So, jetzt nochmal außenrum. Außenrum, außen... Nein, 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 nein! Oh. Teppichtörtchen. Jetzt bin ich viel zu weit gelaufen. Schade. Nicht so wild. Noch ein Versuch. Diesmal schaffe ich's. Miauxi steht auch schon bereit. So, Miauxi, auf die Plätze, fertig, los, würde ich sagen. Diesmal schnappen wir uns das, was uns zusteht. Nämlich der Powermond da hinten. Bei dieser Statue. Und es sieht gerade ziemlich gut aus. Ja, wir sind fast da. Da unten ist die Statue. Sehr gut. Und geschafft. Sehr gut. Oh, hast du mich mitgenommen, damit ich meine Familie wiedersehen kann? Du hast wirklich ein Herz aus Gold, Kumpel. Komm mich jederzeit besuchen. Dankeschön, Miauxi. Voll lieb von dir. Nein, lieb von dir. Guck mal, das ist eine Statue. Ich bin eigentlich auch eine Statue. Okay, Miauxi, wir müssen aber weiter. Wir müssen schnell zu Blauem Toad. Denn der hat bestimmt noch weitere Hinweise für uns. Und die lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Jeder Hinweis ist wichtig. So. Und los geht's. Hallo, ich habe wieder einen Hinweis für dich, Mario. Schau mal. Kritzel ich dir in die Karte ein. Direkt in der Stadt. Schon wieder in der Stadt. Komm, Miauxi, wir müssen schnell in die Stadt. Was uns da erwartet, weiß ich nicht. Aber gemeinsam gucken wir mal, was es da in der Stadt so zu entdecken gibt. So, oh. Diese Samen, diese Blumenkübel. Das ist ja sehr gut. Ich weiß noch, wo ein Samen ist, aber wo ist der andere? Du weißt, was Amiibo sind, oder? Ja, weiß ich und das muss ich nicht wissen. Tja, meine Lieben, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de. Schaut da unbedingt rein. Ein kindgerechter Ort für die ganze Familie. Würde mich sehr, sehr freuen.
Bleibt katztastisch!